Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Oellers, ich hoffe, Sie werden sich nächstes Jahr diese Rede auch noch mal vornehmen und dann gucken, was das Land dazu beitragen konnte, diese Maßstäbe zu erfüllen, die sie hier auf den Tisch gelegt hat. Sie haben doch jeden Maßstab für die Frage der Armutsbekämpfung verloren, wenn Sie glauben, dass das Land an diesen Punkten mit den begrenzten Mitteln das machen können, was Sie hier vorgetragen haben. Armut entsteht doch wegen sozialer, wegen ungerechter Steuerpolitik, weil Hartz IV zu niedrig ausgestattet ist und weil es den Menschen einfach finanziell schlecht geht. Das ist doch die Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ich bin da ganz entspannt. Das können wir uns ja angucken, was der Sozialminister dann an Programmen alles herauszaubert, wie die Obdachlosigkeit zurückgeht, wie die Wohnungslosigkeit zurückgeht. Das werden wir dann sehen. Aber Herr Minister, Sie haben eben eine, wie so oft, vermeintlich emotionale Rede hier vorgetragen. Aber lieber Herr Laumann, was nutzt den Menschen von Air Berlin der Bildungscheck? Gar nichts nutzt Ihnen das, was Sie da gesagt haben. Die Menschen sind schlicht arbeitslos. Sie haben im Wein neben mir gestanden. Das ist die Wahrheit, die hier im Raum zu beleuchten ist. Und der zweite Punkt, beim Thema Schulsozialarbeit sind Sie ja fast unter die Decke gegangen. Es war doch Ihre Bundesregierung, geführt von Angela Merkel, CDU, SPD, die die Mittel für Schulsozialarbeit gekürzt hat. Das ist doch die Wahrheit. Das Einzige, was Sie machen, ist, diesen Punkt, den wir eingebracht haben, vorzuschreiben. Sie dynamisieren ihn noch nicht mal. Sie führen noch nicht mal dazu, dass die ständige Projektarbeit nicht finanziert wird, dass die Menschen dauerhaft einen Arbeitsplatz kriegen können. Da kann ich Ihr Credo gar nicht verstehen. Und da möchte ich zu ein paar Punkten kommen, die in diesem Haushalt tatsächlich auch wirklich schlechter geworden sind im Bereich der Sozialpolitik. Herr Kollege Mosso-Pisade, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Hovenjürgen würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Der Sozialpolitiker Hovenjürgen, bitte gerne. Sehr geehrter Herr Kollege Mosso-Pisade, danke, dass Sie mir... Mosso-Pisade immer noch. Aber ich übe das, aber es wird nie gelingen. Also, wir schauen mal in die Vergangenheit. Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass die Finanzierung der Schulsozialarbeit durch den Bund ein Kompromiss auf Bundesebene war mit den Ländern und dass der Bund sich bereit erklärt, für einen gewissen Zeitraum die Finanzierung zu übernehmen und dass dann die Länder eintreten sollten. Leider hat Ihre Regierung es versäumt, das zu tun. Herr Kollege Hovenjürgen, vielen Dank für diese Frage, weil zu dem Thema habe ich mich ausgiebig beschäftigt. Tatsächlich ist es so gewesen, dass erst das Bundesverfassungsgericht nach Intervention des Bundesrates von Rot und Grün mehrheitlich gesagt hat, ihr könnt das Bundesteilhabepaket so nicht auf den Weg bringen, das funktioniert nicht. Ihr müsst dafür sorgen, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dieses Programm überhaupt erst an die Kinder und an die Eltern bringen, damit die es umsetzen können. Das ist die Wahrheit. Sie sind gerichtlich gezwungen worden, ein Bundesgesetz überhaupt erst umgangsfähig machen zu können. Das ist doch die peinlichste Geschichte, die Sie sich überhaupt ans Bein gebunden haben. Und dieses Bundesgesetz gilt doch fort, Herr Kollege Hovenjürgen. Und anstatt dieses Bundesgesetz mit Mitteln zu hinterlegen, hat Frau Nahles und die Bundesregierung und auf Intervention von Herrn, das muss ich zur Ehrenrettung der SPD sagen, auf Intervention von Finanzminister Schäuble gesagt, wir finanzieren das nicht dauerhaft fort, wir kippen das den Ländern vor die Füße. Da sind die Länder erpresst worden und wir mussten dann einspringen. Das ist die Wahrheit, die hier zu verkünden ist. Und es wäre richtig, fachlich wäre Folgendes richtig zu tun. Die Bundesregierung nimmt ihren Teil und gibt jetzt 48 Millionen plus X plus Dynamisierungszuschlag und sortiert es fachlich in die verschiedenen Facetten der Schulsozialarbeit ein. Das wäre notwendig. Das könnten wir gemeinsam auch sehr gerne tun. Da hat die CDU auf voller Linie versagt, Herr Kollege Hovenjürgen. Weiter in meiner Rede und danke für die wunderbaren Zwischenfrage. Ich kann gerne noch mehr davon nehmen. Sie haben im Bereich der Altenpflegeentwicklung, machen Sie einen kapitalen Fehler aus meiner Sicht, Herr Minister. Sie sollten die kommunale Planung, die möglich ist, nicht abschaffen. Sorgen Sie dafür, dass weiterhin ambulant vor stationär gilt. Stärken Sie die Strukturen, dass Menschen selbst bestimmen können, wo sie wohnen können, wie sie leben wollen und dass soziale Stadtentwicklung weiterhin stattfinden kann. Sie sind ja auch den völlig falschen Dampfer und die Kürzungen der Förderprogramme sind völlig falsch, Herr Minister Laumann. Und was mich stört, auch fachlich stört, ist, dass dieses Katz-und-Maus-Spiel stattfindet, dass wir zum Teil nachgucken müssen, was ist denn jetzt gekürzt, was ist nicht gekürzt. Und einen Punkt will ich an der Stelle, wir haben andere Punkte ja im Haushalt schon angesprochen, das Thema Alter und Trauma, Fachstelle Alter und Trauma ansprechen. Die Stellen sind bereits gekürzt
Und ich will Ihnen mal folgende Geschichte aus meinem Berufsalltag dazu erzählen. Ich kenne eine ganze Menge Leute aus der Altenpflege heraus, die über massive Traumata leider verfügen. Und wir reden immer noch über Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlitten haben. Und da kenne ich eine Frau, ich werde die namentlich nicht nennen, die hat auf dem Weg von Polen nach Deutschland ihr Kind verhungern sehen müssen. Warum? Das sind ganz wenige Euro, über die wir da reden. Warum kürzen wir das weg? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Führen Sie doch die Arbeit dort fort. Ich glaube, Sie sind fachlich da nicht richtig unterwegs und bieten Sie eine weitere Zukunft. Und im Bereich der Altenpflege kann ich Ihnen nur sagen, stärken Sie die alten Strukturen, stärken Sie die soziale Stadtentwicklung. Wir brauchen mehr Möglichkeiten, anders leben zu können. Das wird immer ein Kompromiss sein. Einen kleinen Augenblick bitte, Herr Kollege Mostafisade. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe, dass es... Sie kriegen die gleich wieder. Danke. Ich verstehe, dass es auch bei Haushaltsplandebatten zwischen den Kolleginnen und Kollegen Debatten geben muss. Aber bitte nicht so laut, dass es den Redner hier vorne irritiert. Und wenn Sie die nicht über das Redepult durchführen wollen, dann machen Sie es doch bitte vielleicht vor der Tür. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich komme auch in dem Teilbereich jetzt zum Schluss, auch wenn das die Kolleginnen und Kollegen von CDU offensichtlich so emotional auflädt und Herrn Kollegen Höhne, dass sie immer wieder aus der Jacke springen können. Nehmen Sie doch die Worte einfach auch mal fachlich ernst. Und wenn Sie mir nicht glauben, ja, diese Geschichten sind nicht erfunden, sondern die haben wir tatsächlich in meinem ganz persönlichen Umfeld so erlebt. Und dann nehmen Sie es einfach zur Kenntnis, dass es eine ganze Menge Menschen gibt. 70% der alten Menschen über 70 Jahre haben entsprechende Traumaerfahrungen in Deutschland. Das mag man sich nicht glauben, es ist aber so. Und deswegen sollten wir uns fachlich damit auseinandersetzen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.